Wenn man Mobile Games im Kopf hat, denkt man an Qualität, Spielspaß und nicht an jeder Ecke versuchen wollen, einen abzuziehen, würde ich in einer Paralleldimension sagen. Ich denke, die meisten stimmen mir zu, dass Mobile Games ganz nett für zwischendurch sind, aber im Großen und Ganzen auf keinen Fall mit Spielen auf PC und Konsole mithalten können. Ein Unternehmen, das sich all diese Sachen aber wirklich auf die Fahne geschrieben hat, ist Gameloft. Ein Entwickler, der große Spiele für mobile Hardware gemacht hat, ohne irgendwelche Werbung in sie zu integrieren oder sonstigen Cashgrab. All dies hat sich über die Jahre allerdings drastisch verändert und wenn man sich heutige Spiele anschaut, ach du Scheiße. Wir schauen uns die Geschichte von Gameloft heute an und was für Spiele sie in der Vergangenheit und heutzutage so veröffentlicht haben und was alles mit ihnen falsch ist. Let's go. Gameloft wurde 1999 von Michel Guillemot aus dem Boden gestampft, dem Co-Founder von Ubisoft. Spätestens das hier ist bereits ein schlechtes Omen. Ihre Strategie von Anfang an war es, auf Spiele für mobile Geräte zu setzen, anfangs auf Konsolen wie den DS oder den N-Gage von Nokia. Da waren unter anderem Ports von vielen Ubisoft-IPs dabei, wie Tom Clancy oder Rayman, aber auch krasse Sachen wie Sexy Poker 2006 mit einem IGN-Score von Der Reviewer wusste ganz genau, was er da tut. Irgendwann fing Smartphones anzuboomen und diesen Boom hat sich Gameloft nicht entgehen lassen. Sie haben unfassbar viele Spiele entwickelt mit dem Ziel, jedes Genre auf diesem Planeten abzudecken. Egal was die Konsumenten unterwegs spielen wollten, sie konnten sich sicher sein, dass Gameloft ein passendes Spiel hat. Shooter, Hack and Slay, Rätselspiel, was auch immer das hier ist. Das Besondere und heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, diese Spiele beinhalteten gar keine Werbung und gar keine Ingame-Käufe. Alles was man machen musste, ist es am Anfang Geld auszugeben, um das Spiel zu kaufen. Meistens waren das nur ein paar Euro und dann wurde man für immer verschont. Gameloft stand für gute Mobile Games, ohne Scam. Wenn man aber mal einen genaueren Blick auf diese wirklich vielen Spiele geworfen hat, die Gameloft da so rausgehauen hat, fiel einem eines auf. Alles war geklaut. Die Strategie war es quasi, ein Spiel zu nehmen, das auf Konsolen gut funktioniert und eine abgespecktere Mobile-Version von diesem Game zu machen, die sich eigentlich genauso spielt. Nur halt ein wenig schlechter. Die Modern Combat Reihe von Gameloft, First Person Shooter fürs Handy, waren eine direkte Anlehnung an Call of Duty. Die Nova Spieler haben sich so wie Halo gespielt. Starfront wie Starcraft, Hero of Sparta wie God of War, Gangstar wie GTA. Man kann eine sehr lange Liste führen. Als CEO Michel Guillemot mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ein Großteil der Spiele sehr stark von anderen inspiriert worden, sagte er: Die Videospielbranche beschäftigt sich schon seit immer mit einer begrenzten Anzahl an Ideen. Es gibt vielleicht nur eine neue Idee pro Jahr. Ihm war also sehr bewusst, dass alles gerippt ist. Ganz gleich, ob man diesem Statement jetzt zustimmt oder nicht, erfolgreich war das alles definitiv. Vor allem die Gangster-Spiele, der GTA-Klon und die Asphalt-Reihe, der Need for Speed-Klon, waren sau erfolgreich mit hunderttausenden Downloads. Mit den Jahren veränderte sich allerdings so einiges auf dem Markt. Die Leute waren immer weniger bereit, Geld für ein Handyspiel auszugeben, selbst wenn es nur ein paar Cent waren. So sank der Umsatz von Gameloft immer weiter und es musste dringend etwas geändert werden. Falls ihr jetzt denkt zu wissen, was passiert, dann muss ich euch enttäuschen, denn Michel war immer dagegen, auf Cash Grabs zu setzen, wie sie immer häufiger im App Store wurden. An diesem Punkt kommt der französische Konzern Vivendi ins Spiel. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr noch nie etwas von Vivendi gehört habt, obwohl es eines der größten Medienkonzerne der gesamten Welt ist. Sie operieren meistens nur im Hintergrund und kaufen Anteile von großen Unternehmen im Bereich Film, Fernsehen, Musik und auch Videospiele. Sie besitzen weltweit Anteile im Wert von knapp 38 Milliarden Euro. Sie haben auch ein Auge auf Gameloft geworfen, aber die Führungskräfte waren jeher dagegen, die Firma an Vivendi zu verkaufen. Aus diesem Grund kaufte Vivendi immer weiter Anteile der Firma, um eine sogenannte feindliche Übernahme einzuleiten. So nennt man in der Fachsprache, wenn jemand die Mehrheit des Kapitals eines Unternehmens kauft, gegen den Willen des Vorstands. Was hier definitiv der Fall war, die hatten alle gar keinen Bock auf Vivendi. 2016 hat Michel einfach aufgegeben, sich verpisst und seine Anteile schließlich auch verkauft, was Vivendi seitdem zum größten Anteilnehmer von Gameloft macht.
Und das hat einiges verändert. Ich habe mir die Aufgabe gemacht, persönlich zu ergründen, wie Gameloft-Spiele heute aussehen und die letzte Woche viel zu viele Spiele von ihnen gespielt. Zuallererst habe ich mir das Spiel Dragon Mania angeguckt. Als ich das Spiel gestartet habe, ist mir direkt aufgefallen, dass das Spiel denselben Artstyle hat wie diese Werbungen, die man immer von schrecklichen Mobile Games bekommt. Unsere Aufgabe ist es hier, uns um Drachen zu kümmern. Das macht man, indem man sich seine kleine eigene Base aufbaut, was natürlich sehr an Spiele wie Clash of Clans erinnert, nur halt mit dem Twist, dass es sich hier um einen Drachen-Babysitter-Simulator handelt, was eigentlich eine süße Idee ist. Würde ich sagen, wenn es exakt das nicht schon geben würde. Dragon City ist 1:1 dasselbe Spiel und funktioniert 1:1 genauso und sieht auch fast genauso aus, sie haben es nicht mal versucht. In dem Game finden wir natürlich auch den Klassiker, eine Ingame-Währung, die man mit Echtgeld bezahlen muss, um den Progress um einiges zu erleichtern. Neue Gebäude und Upgrades brauchen hier schon relativ früh mehrere Stunden und Tage, bis sie fertig gebaut wurden, und wenn man diese Warterei skippen will, muss man eben in die Geldbörse greifen. Finde ich persönlich noch nicht allzu schlimm, da man trotzdem alles mit viel Geduld for free bekommen kann, wenn man nur die nötige Zeit investiert, das wird sich allerdings später noch ändern. Als nächstes habe ich mir den GTA-Klon Gangster Vegas geholt. Wir spielen Jason Malone, ein trainierter MMA-Fighter, der einen Kampf gegen einen von Frank Villianos Leuten gewinnt. Das ist er, das ist Frank. Der ist halt übel der Mafia-Typ und ihm gefällt das gar nicht, dass wir seinen Typen da kaputtgeschlagen haben, deswegen ist er direkt hinter uns her. Ganz unauffällig, wie es die Mafia eben machen würde. Mir scheint es jedoch so, als würde nicht Frank diese Stadt kontrollieren, sondern die Payback-Mafia. Weil alles voll mit ein und derselben Payback-Werbung ist, mit diesen abgefuckten Punkten als Maskottchen. Ich hasse euch. Gameloft hatte scheinbar keinen anderen Sponsor als Payback am Start, deswegen ist die ganze Stadt voll mit Payback. Man muss sagen, rein spielerisch ist es wohl das Beste, was man von einem GTA-Klon fürs Handy erwarten kann. Es steuert sich nicht gut, da man alles über den Touchscreen steuern muss, was einfach awkward und nervig ist, aber wie gesagt, auf dem Handy ist es wohl die beste Möglichkeit, die es gibt. Es gibt hier eine richtige Open World, auf der man sein Unwesen treiben kann, und es scheint wirklich so, als wäre sich hier Mühe gegeben worden. Wo sich auch Mühe gegeben wurde, ist es, mit allen Mitteln Geld verdienen zu wollen, und damit meine ich wirklich mit allen Mitteln. Hier findet man alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt tägliche Missionen, mehrmals, es gibt ein Affiliate-System und die Möglichkeit, seine Freunde anzuwerben. Es gibt einen Battle Pass, natürlich gibt es ihn, den Gangster Vegas Kampf Pass und selbstverständlich die Ingame-Währung, die man sich für Echtgeld kaufen kann. Es gibt Skins, die man sich mit diesen Dias kaufen kann, was ich echt in Ordnung finde. Es sind halt Kostüme, die nichts am Spiel verändern. Man kann sich allerdings auch bessere Waffen und Ausrüstung kaufen, was wieder ein bisschen grenzwertig ist, da man für diese normalerweise des Todes grinden muss und man sie zwingend braucht, um im Spiel weiterzukommen. Der Endgegner aber. Man kann das Spiel irgendwann buchstäblich nicht mehr richtig spielen, wenn man nicht reinpayt oder tausende Werbungen guckt, um so seine Diamanten zu verdienen. Obendrauf gibt es natürlich noch knackige Lootboxen, die man für Diamanten kaufen kann, um so seine Waffen oder was auch immer zu bekommen. Das Spiel an sich, ich sag's euch ganz ehrlich, ist eigentlich schwer in Ordnung für das, was es sein soll. Es ist leider vollgestopft mit jeder möglichen Art, um möglichst viel Geld abzugrasen. Auf meiner Jagd nach Gameloft-Spielen bin ich auf eine Ecke ihrer Auswahl gestoßen, die komplett verflucht ist. Journeys romantische Serie. Visual Novels, in denen man seine wahre Liebe kennenlernen kann. Oder seine 7 wahre Lieben. Man kann immer zwischen zwei Optionen wählen und es läuft meistens darauf hinaus, dass man mehrere Personen kennenlernt und alle was von einem wollen und so krasses Drama entsteht. Abgesehen davon, dass manche Antworten Diamanten kosten. Schon wieder diese Diamanten. Das ist das einzige Gameplay in dem Spiel und man kann nicht mal frei wählen, ohne dass man Geld bezahlen muss. Natürlich gibt es abseits davon auch noch Tickets, für die man Geld bezahlen muss, damit man bloß nicht zu lange for free spielen kann. Es gibt hier viele tolle Geschichten, die man erleben kann, wie Liebe hoch 2 oder der Dreier. Wie soll ich sagen? Mein Spaß hält sich in Grenzen. Ich habe euch jetzt nur einen kleinen Einblick in die Spiele von Gameloft gegeben, aber dasselbe kann man quasi mit deren ganzen Bibliothek weiter fortführen. Egal was für ein Genre an Mobile Games es gibt, man kann sich sicher sein, dass eine scammy Gameloft-Variante davon existiert. Idle Wars, das typische AFK-Game. Minion Rush, halt Temple Run mit Minions drauf. Es ist schade, wenn man sieht, wie sie damals begonnen haben und mit der Zeit eine 180-Grad-Wende hingelegt haben. Im Endeffekt sind wir als Konsumenten
selber schuld an sowas, da diese Spiele nun mal das sind, was am besten funktioniert und was am meisten Geld einbringt. Weird ist es allerdings trotzdem.